In der pädagogischen Arbeit spielen Videos eine zunehmend große Rolle. Sie sind nützlich für die Kursvorbereitung, sie können die Kommunikation untereinander unterstützen oder das Lehren und Lernen auflockern. Lerninhalte lassen sich in ansprechender Weise transportieren und man kann Videos den Lernenden mitgeben. Wie kann uns nun KI bei der Arbeit mit Videos in der Erwachsenenbildung helfen? Dafür zeigen wir Ihnen jetzt unterschiedliche Möglichkeiten und KI-Tools. Zuerst geht es darum, Videos mit KI-Tools zu erschließen, also zu transkribieren oder zusammenzufassen. Danach schauen wir uns an, wie man selbst erzeugte Videos mit KI aufbereiten und servicieren kann. Und im dritten Schritt geht es darum, Videos mit Hilfe von KI zu erzeugen. Bei der Auswahl der Tools haben wir uns um kostenlose oder kostengünstige KI-Werkzeuge bemüht. Stellen Sie sich vor, Sie möchten sich rasch und kostenlos einen Überblick über ein Video verschaffen. Das geht zum Beispiel mit der Chrome-Erweiterung Harper. Die Erweiterungen in Chrome werden ja da oben angezeigt und ich kann da meine Erweiterungen verwalten und auch in den Chrome Web Store hüpfen. Und wenn ich hier einfach Harper eingebe, würde ich diese Erweiterung finden. Und wenn ich sie noch nicht installiert hätte, dann könnte ich sie hier installieren und ab diesem Moment steht mir Harper als Begleitung, sozusagen als Co-Pilot beim Surfen mit Google Chrome zur Verfügung. Und ich gehe da jetzt einmal auf eine Website, die auf YouTube bereits eines unserer Videos bereithält und schaue mir da rechts an, was Harper mir da für Möglichkeiten bietet. Ich habe mir hier mit diesem Icon hier rechts oben Harper hier schon eingeblendet und jetzt sieht man da die grundsätzlichen Funktionen von Harper angezeigt. Ich kann eben mit dem Video chatten und einen Kommentar schreiben und so weiter, verschiedene Dinge tun. Harper hat noch eine ganze Palette weiterer Funktionen zur Verfügung, die wir uns jetzt nicht anschauen, weil wir uns wirklich auf die Arbeit mit dem Video konzentrieren wollen. Ich möchte Ihnen hier noch zeigen, dass hier als Large Language Model ChatGPT 3.5 voreingestellt ist. Sie können, wenn Sie ein anderes Modell abonniert haben und dafür bezahlen, auch ein anderes Modell auswählen. ChatGPT 3.5 ist eben die Voreinstellung, die kostenlos ist. Und wenn ich jetzt auf Summarize Video gehe, dann bekomme ich verschiedene Optionen angeboten, wie ich das Video zusammenfassen lassen kann. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Nested gemacht, aber man kann natürlich auch mit Takeaways arbeiten und dann wird das Ganze ein bisschen kürzer. Ich klicke hier jetzt einmal auf Nested und dann wird das Video zunächst einmal verarbeitet und dann geht es auch schon los mit einer Zusammenfassung. Und die Zusammenfassung ist tatsächlich von der Qualität her sehr ordentlich. Wenn Sie sich das anschauen und das Video kennen, sieht man, dass tatsächlich einfach die Inhalte gut aufgezählt werden und sie sind auch mit Zeitmarken versehen. Ich könnte jetzt durch einen einfachen Klick auf die jeweilige Zeitmarke direkt im Video dorthin springen, wo dieser Inhalt dargeboten wird und mir das dann auch anhören, wenn ich das möchte. Und anschauen. Also das ist ein zusätzlicher Service und wenn ich darunter scrolle, sehe ich, dass ich auch die Möglichkeit habe, das Ganze noch zu kürzen und auch das geht sehr schnell und ebenfalls in einer guten, wirklich nützlichen Qualität, wenn es einmal darum geht, sich schnell einen Überblick über ein Video zu verschaffen. Natürlich, wenn ich intensiver damit arbeiten möchte, würde ich trotzdem reinschauen, aber für das Erste ist das eine sehr nützliche und eben kostenlos und einfach verfügbare Funktion. Harper bietet diesen Service leider nur für Videos auf YouTube an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Finnland und ihre Eingaben werden an das jeweilige Basismodell oder eben Sprachmodell weitergeleitet. Das heißt, wenn Sie jetzt
ChatGPT nutzen, gehen ihre Eingaben an OpenAI oder eben an die Betreiber von Claude oder was auch immer sie eben verwenden, und auf deren Servern wird ihre Eingabe auch gespeichert. Vielleicht fragen Sie sich an dieser Stelle auch, ob ChatGPT selber so etwas nicht kann. Und die Antwort ist ja, ChatGPT selber kann auch Videos zusammenfassen. Es bietet einen Video-Summarizer, aber nur im Pro-Abo, also kostenpflichtig. Vielleicht brauchen Sie aber genauere Informationen und möchten Videos transkribieren und zusammenfassen lassen. Beides ist mit dem Tool Video Highlight gut möglich. Sie müssen sich auf videohighlight.com zuerst registrieren und ein paar Fragen zu Ihren Interessen beantworten, bevor Sie starten können. Danach können Sie in dieser Zeile hier einen YouTube-Link einfügen oder eine lokale Datei hochladen. Mit Klick auf Summarize wird eine Zusammenfassung des Videos erstellt, die sehr detailliert ausfällt. Sie haben nun mehrere Möglichkeiten. Sie können die Zusammenfassung mit einem Begriff durchsuchen oder Sie können sich die Keypoints anzeigen lassen und mit den Zeitmarken arbeiten. Sie haben Zugriff auf das Transkript des Videos und unter Chat haben Sie die Möglichkeit, den KI-Chatbot zum Video zu befragen und können so beispielsweise die Zusammenfassung kürzen. Die Zusammenfassung des Videos können Sie auch per Link mit anderen teilen. Das entsprechende Icon finden Sie hier. Das alles ist derzeit gratis. Ein Nachteil: per Link funktioniert es derzeit nur mit YouTube-Videos. Beim ausführlichen Testen des Tools waren wir mit den Ergebnissen recht zufrieden, auch wenn wir immer wieder kleine Fehler gefunden haben. Braucht man ein detailgetreues Transkript, muss eine Qualitätssicherung erfolgen. Bei den Nutzungsbedingungen von Video Highlight gilt es Folgendes zu beachten. Achten Sie darauf, nur Videos hochzuladen, von denen Sie die Nutzungsrechte haben. Oder verwenden Sie YouTube-Links. Verwenden Sie die erstellten Ergebnisse nur für persönliche, pädagogische oder für Forschungszwecke. Und verlinken Sie immer auch auf www.videohighlight.com und auf das ursprüngliche YouTube-Video. Eine KI-Unterstützung können Sie auch nutzen, wenn Sie ein Video selbst aufnehmen, bearbeiten und weitergeben möchten. Das bietet Ihnen zum Beispiel das Tool Loom mit seiner KI-Integration. Wenn ich hier auf die Seite von Loom.com gehe, dann wird mir gleich meine Videothek eingespielt, weil ich hier schon einige Videos aufgenommen habe. Das ist ein wenig übersichtlich, ich blende es jetzt wieder aus. Ich erzähle Ihnen stattdessen einfach einmal zum Einstieg, was man mit Loom alles machen kann. Mit Loom können Sie einfach ein Video aufnehmen, einen Screencast mit oder ohne Sprecher oder Sprecherin, und Sie können das Video über einen Link ganz einfach weitergeben. In der Gratis-Version geht das mit kurzen Videos von einer Dauer bis zu 5 Minuten und mit einer begrenzten Anzahl von Videos, mit der ich allerdings ein paar Jahre lang ausgekommen bin, weil man die Videos immer wieder löschen kann. Das Besondere im Moment ist bei Loom die KI-Integration. Die ist leider kostenpflichtig, aber die Kosten sind mit monatlich $20 noch einigermaßen moderat. Dank KI-Integration bekommen Sie das Video dann mit folgenden Services geliefert. Mit einem automatisch erstellten Titel, den Sie einfach ändern können, mit einer Zusammenfassung, die Sie ebenfalls editieren können, und mit einem Vorschlag für eine E-Mail-Nachricht zum Weiterleiten dieses Videos, und auch die können Sie selbstverständlich anpassen. Dazu kommen noch verschiedene Möglichkeiten für die Postproduktion, sowohl auf traditionellem Weg als auch mit KI-Unterstützung.
Und wir schauen uns jetzt am besten gleich an, wie das dann in der Praxis aussieht. Ja, und so wird dieses Video dann von Loom geliefert. Man sieht, es hat hier einen Titel bekommen, einen automatisch erstellten, den könnte ich durch Hineinklicken einfach überschreiben. Es wurde auch eine Zusammenfassung hinzugefügt, ich schaue mir die mal an. In diesem Video erkläre ich Ihnen, was Sie mit Loom alles machen können. Es ermöglicht Ihnen das einfache Aufnehmen von Videos, einschließlich Screencasts mit und ohne Sprecherin und so weiter. Also wirklich das, was ich gesagt habe. Dann könnte ich natürlich auch hier durch einfaches Hineinklicken editieren. Oder ich kann die Zusammenfassung auch einfach löschen. Und hier rechts gibt es eine Message, die schon vorgefertigt ist, mit der ich dieses Video weitergeben könnte. Ein Vorschlag für eine E-Mail-Nachricht. Hey, ich habe ein Loom-Video aufgenommen, in dem ich erkläre, was man mit Loom alles machen kann. Kann ich kopieren und verwenden oder ich kann es eben auch editieren, wie alles andere, was hier von der KI vorgeschlagen wurde. Und dann habe ich da noch ein paar Bearbeitungsmöglichkeiten. Ich kann einen Link hinzufügen hier unten. Dann könnte ich auf die ganz traditionelle Art das Video schneiden, also was herausnehmen oder kürzen. Und ich könnte die Füllwörter herausschneiden mit einem einfachen Klick oder auch die stillen Momente herausschneiden, was ich auf Deutsch noch nicht unbedingt empfehle, weil er die Füllwörter nicht so erkennt wie im Englischen. Und was ich noch machen kann, ich kann auf Edit by Transcript gehen und kann dann hier das Transkript, das erstellt wurde, editieren. Das heißt, ich könnte hier etwas ändern, dann ändert sich auch das Video, aber auch das würde ich auf Deutsch noch nicht unbedingt empfehlen. Und ich springe noch einmal zur Übersicht zurück, weil ich Ihnen noch zeigen möchte, wie man ganz einfach mit dem Link das Video teilen kann. Also ich brauche hier nur den Link zu kopieren und kann auf diese Weise das Video weitergeben. Also das ist jetzt eine Möglichkeit gewesen, wie man Videos einfach erstellen und mit KI-Unterstützung servicieren und weitergeben kann. Loom arbeitet mit OpenAI zusammen, aber die Daten von Loom werden nicht für das Modelltraining von ChatGPT verwendet. Und OpenAI bewahrt die übermittelten Transkripte maximal 30 Tage lang auf. Mit Witnos können Erwachsenenbildnerinnen KI-generierte Lernvideos erstellen, in denen ein Avatar die Inhalte wiedergibt. Das schaut dann zum Beispiel so aus. Die neuesten Tools und Anwendungen rund um generative künstliche Intelligenz erproben und kritisch reflektieren. Das und mehr bietet die Weiterbildungsreihe zu KI-Tools in der Erwachsenenbildung. Um so ein Lernvideo zu erstellen, müssen Sie sich zuerst registrieren bzw. einloggen. Danach klicken Sie auf Video erstellen. Sie können dann mit einer Lernseite beginnen, eine Vorlage verwenden oder eine eigene PowerPoint-Folie hochladen. Nun können Sie Ihren Folien einen Avatar hinzufügen. Mit Klick auf Avatar können Sie eine der Vorlagen wählen oder auch zum Beispiel ein entsprechendes Foto. Hier gibt es zum Beispiel Comicbilder oder Sie können auch Ihr eigenes Foto hochladen. Das habe ich schon gemacht. Ich wähle den Avatar aus und er wird den Folien hinzugefügt. Man hat nun die Möglichkeit, die Position und die Größe des sprechenden Fotos zu verändern. Unter Speech Text können Sie nun den Text eingeben, den das sprechende Foto oder der Avatar wiedergeben soll. Anstatt den Text einzutippen, haben Sie auch die Möglichkeit, unter Stimme hochladen eine Audiodatei hinzuzufügen oder den gewünschten Text selbst einzusprechen. Damit verleihen Sie dem sprechenden Foto Ihre eigene Stimme. Optional können Sie auch Untertitel aktivieren. Nun können Sie die Folien nach Wunsch bearbeiten und gestalten.
Unter Vorschau können Sie sich das Video vorab anzeigen lassen. Die Avatar-Animation ist aber erst nach dem Generieren verfügbar. Um das Video zu generieren, klicken Sie hier oben rechts. In der kostenlosen Version lässt sich täglich ein 3-minütiges Video erstellen. Lehrende können so auch umfangreichere Lerneinheiten zusammenstellen, indem sie beispielsweise zu einem Thema mehrere 3-Minuten-Sequenzen unterteilen. Sie können nun Ihr Video herunterladen, in der kostenlosen Version mit 720 Pixel. Möchten Sie Ihr Video teilen oder den Link dazu erhalten, dann müssen Sie damit einverstanden sein, dass Ihr Video öffentlich zugänglich gemacht wird. Möchten Sie das nicht, können Sie hier die Funktion abwählen und somit wird Ihr Video nicht veröffentlicht. Nun aber noch ein Disclaimer. Bitnos bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für den Bildungsbereich, ermöglicht aber auch die Erstellung von Deepfakes. Das ist leider nicht zu verhindern, da die Technologie dahinter in beiden Fällen die gleiche ist. Dieses Missbrauchspotenzial gilt für alle Anbieter von KI-Tools mit den vorgestellten Funktionen. Leider ist Witnos das einzige uns bekannte Tool mit diesem Funktionsumfang und einem so großen Gratisangebot für Nutzerinnen. So, nach diesem Einstieg mit einem kostenlosen Mini-Avatar darf ich Ihnen jetzt noch ein kostenpflichtiges Tool vorstellen mit ähnlichen Funktionen und sehr guten Ergebnissen. Die Rede ist von dem Tool HeyGen, das auch häufig für automatisierte Übersetzungen verwendet wird. Ich gehe dafür auf die Seite HeyGen.com und ich bin hier mit einem Creators-Account angemeldet, der im März 2024 bereits zu einem Preis von 22 bis 27 Euro pro Monat zu haben ist. Und wenn Sie sich hier umschauen, sehen Sie, dass da schon einige Avatare vorgefertigt und hinterlegt sind. Und es gibt da auch einen Avatar meines Kollegen Gunter Schüssler und einen von mir selbst. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie man so einen Avatar generiert. Man klickt dazu hier auf Create Instant Avatar und auf Get Started und kann sich dann auf dieser Seite aussuchen, ob man gern für die nächsten Schritte Videoanleitungen oder Textanleitungen haben möchte. Ich bin hier mal auf Textanleitungen gegangen und dann kommt man auf diese Seite und findet hier Erläuterungen vor dafür, wie man Referenzmaterial hochladen kann, also Videomaterial, aus dem der Avatar dann generiert wird. Die Empfehlung lautet, dass man ein 2- bis 5-minütiges Video von sich selbst hochlädt, indem man direkt in die Kamera spricht. Und wenn ich da auf Next Steps klicke, dann finde ich auch schon den Raum, wo ich das hochladen kann. Das ist so die Empfehlung für die beste Qualität, aber Sie können auch direkt live mit der Webcam eine Aufnahme starten. Und sobald Sie das gemacht haben, werden Sie um Zustimmung gefragt, ob das hochgeladene oder aufgenommene Videomaterial für die Erzeugung eines Avatars auf HeyGen verwendet werden darf. Das heißt, Sie müssen dem explizit zustimmen und zwar müssen Sie das mit einer kurzen Videoaufnahme tun. Das heißt, Sie müssen Ihre Zustimmung einsprechen. Auf diese Weise kann auch der Betreiber von HeyGen überprüfen, ob Sie Material von sich selbst hochgeladen haben. Ja, und dann klicken Sie auf Fertigstellen und Ihr Avatar wird in recht kurzer Zeit generiert. Und das Ergebnis ist dann, dass Sie eben hier auf der Oberfläche von HeyGen, auf Ihrer persönlichen Nutzeroberfläche, einen Avatar von sich selbst liegen haben. Sie können sich dann auch probeweise dann einmal anhören, ob die Stimme Ihnen bekannt vorkommt oder nicht. Und dann, wenn Ihnen das Ganze gefällt, können Sie auch schon anfangen, damit Videos zu generieren. Das könnte man jetzt tun, indem man hier auf Create with AI Studio klickt und sich dann ein Format aussucht, zum Beispiel Landscape. Und dann bekommt man hier so eine Vorlage und kann heroben in dieses Feld schon einen Avatar hineinziehen. Sie könnten sich auch einen Foto-Avatar aussuchen, also zum Beispiel Mona Lisa sprechen lassen oder einen Studio-Avatar, der da als Demo hinterlegt ist oder eben den Avatar von sich selbst und das wollen wir ja ausprobieren. Ja,
Jetzt muss ich diesem Avatar noch sagen, welchen Text er sprechen soll. Und dafür klicke ich hier auf Skript und ich kann dann da einfach einen Text eingeben oder einen vorbereiteten Text einfügen. Das mache ich mal. Und müsste dann hier auf den Pfeil klicken, damit der auch übernommen wird. Und zusätzlich kann ich noch einen Text hinterlegen und kann hier noch beispielsweise dazu schreiben, dass es sich hier um den Avatar von Birgit Aschemann handelt. Wenn ich von vornherein sicher gehen möchte, alle Irrtümer auszuschließen. Und dann würde ich da rechts oben auf Submit klicken und dann wird auch schon mein Video generiert. Ich muss dann ein bisschen warten und schaue mir dann gleich mit Ihnen gemeinsam das Ergebnis an. Hallo und willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung. Haben Sie genau aufgepasst? Im ersten Satz waren nämlich schon zwei Fehler enthalten. Das Subjekt Ich und die Emotion herzlich. Was Sie hier sehen und hören, ist ein Avatar, das heißt, es gibt hier kein Ich und auch keine Emotionen. Erfahrungen wie diese werden unseren Blick auf Videos verändern. Nach dem europäischen KI-Gesetz müssen Produkte wie dieses als KI-generiert ausgewiesen werden. So, das war also ein mit HeyGen generiertes Video mit meinem Avatar. Wie schaut es jetzt mit dem Datenschutz aus? Die Betreiber von HeyGen haben ihren Sitz in den USA, beziehen sich aber trotzdem auf die europäische Datenschutzgrundverordnung. Es gibt verschiedene Inhaltstypen, die mit HeyGen aus ethischen Gründen nicht generiert werden dürfen. Und wenn ich jetzt auf die Idee komme, mit dem Avatar von Gunther ein Video zu erzeugen, dann darf ich das natürlich nur tun, wenn ich ihn vorher ausdrücklich um Zustimmung gefragt habe und nur mit einem Text, den er dafür explizit freigegeben hat. Zum Abschluss haben wir noch einen Blick in die Zukunft für Sie. OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, wird vielleicht noch in diesem Jahr das KI-Modell Sora auf den Markt bringen. Damit kann man mit einfachen Textprompts Videosequenzen von bis zu einer Minute generieren, vorerst noch ohne Ton. Diese Videosequenzen hat OpenAI als Beispiele zur Verfügung gestellt. Sie sind von der KI auf Basis von einfachen Textprompts generiert. Man sieht dabei deutlich, dass es sowohl möglich ist, realistisch wirkende Aufnahmen von Orten oder sogar Menschen zu generieren. Gleichzeitig lassen sich mit einfachen Prompts aber auch surreale und fantasievolle Szenen wie diese hier umsetzen. OpenAI weist selbst darauf hin, dass die Folgen und Risiken einer Veröffentlichung des Modells noch nicht absehbar sind. Im Moment wird Sora deshalb von Expertinnen aus verschiedenen Bereichen umfassend auf potenzielle Risiken getestet. In den Medien wird großteils die hohe Qualität der von Sora generierten Videos gelobt und auf die wahrscheinlich branchenübergreifenden Auswirkungen auf die zukünftige Produktion von Videos hingewiesen. Gleichzeitig wird umfassend gewarnt, dass es mit Sora noch leichter sein wird, Falschinformationen zu streuen und Deepfakes zu erzeugen. So wird es für Userinnen immer schwerer, realen Content von Fakes zu unterscheiden. Die KI-Tools und Anwendungen, die wir in dieser Lerneinheit vorgestellt haben, zeigen besonders, wie wichtig es ist, mediale Inhalte kritisch zu hinterfragen. Mit der voranschreitenden Entwicklung von KI-Systemen wird das zukünftig noch viel wichtiger. Die Entwickler und Anbieter von KI-Tools und auch die Politik sind angehalten, sichere Rahmenbedingungen in Bezug auf KI-Systeme zu schaffen. Dennoch, die seriöse Nutzung von KI-Tools liegt in der Verantwortung der Userinnen und User. Achten Sie bitte darauf, welche Daten und Informationen Sie einem KI-Tool übermitteln. Geben Sie nach Möglichkeit keine personenbezogenen Daten preis. Laden Sie keine durch das Urheberrecht geschützten Dateien hoch und deklarieren Sie Inhalte, die KI generiert sind. Und jetzt
wünschen wir Ihnen wieder viel Spaß beim Ausprobieren.